Nein, da gibt es eigentlich keine fixe Vereinbarung. Das ist eigentlich jährlich, wo viele Maschinen das in einem Verzeichnis abbilden, die Maschine. Oder eben über die digitale Plattform. Und wenn einer nicht mehr will, dann nimmt er die Maschine raus. Aber da gibt es eigentlich keine Laufzeitbeschränkung. Ich denke, das ist vor allem wieder der grosse Unterschied zu den Maschinengemeinschaften. Da gehe ich eine gewisse Verpflichtung ein, über eine gewisse Zeit, weil ich möchte die Maschine können amortisieren können, besser auslasten. Und dort bin ich sicher viel mehr gebunden in einer Maschinengemeinschaft.